Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2, dem LPT, mit dem Drama-Lama. Hallo. Es reicht, wenn du enthusiastisch für uns beide bist. Ja, in der letzten Folge waren wir richtig, richtig gut. Was? Also was? Waren wir das? Waren wir? Ja, ich glaube schon. Genau. Da waren wir richtig gut und jetzt machen wir da weiter, wo wir... Also waren wir nicht. Ne? Und deswegen machen wir da jetzt einfach weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Mhm. Also Abschnitt 7 von Testkammer 2. Okay. Ja, eben. Mikro ein bisschen hochpacken. So, Würk. Ja, es ist das Schweige-Let's Play. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Blue, du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. What? Okay. Warte mal gucken. Also, das Katapult. Was sollen wir denn hier machen? Für Countdown F drücken. Okay, das passt. Wo müssen wir denn raus? Ah, ich irgendwie dachte, müssen wir da hochspringen und dann da drücken. Ja, wir müssen quasi so und dann uns. Stehst du? Mhm. Du musst es jetzt quasi mir gleich tun. Und dann drücke ich F. Ach so, wie war das nochmal? Nein. Sehr gut. Oh, wir sind so klug. Wir sind so unglaublich klug. Ach ja, übrigens, willkommen im Schweiger-Let's Play. Genau, ja. Das wer zu viel redet, wird am Ende gefoltert. Wie geht das nochmal? Reden? So geht das nicht. So, da hinkommen. Ja, das Hingucken, das verstehe ich. Dann setzt man nochmal den. Du hältst das F länger gedrückt und dann erscheint oben dieser Marker. Mit der Zeit und so. Ja, das funktioniert hier gerade wieder nicht, wie beim letzten Mal. Gut, okay. Geil. Sag mal, wo soll ich das hinschießen eigentlich? Weiß nicht, aber ich denke mal, dass wir hier ein Portal hinsetzen dürfen. What the fuck? Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Was war das denn jetzt? Sehr gut. Was hast du getan? Ich habe nichts getan. Wieso ging das denn hier plötzlich zu? Ich habe mich doch nicht wegbewegt. Ich meine, sollen wir damit da hinkommen? So, da, okay. Oh. So, hier muss das. Oh. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Oh. Höher. Geht nicht. Mach schnell. Ja, dann geht nicht. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen. Okay, Nama, du musst quasi diese beiden Portale da setzen. Welche Portale? Die ich da hingeballert habe. Wo ist dein anderes Portal? Ach da, okay. Damit ich... Oh Gott. Nein, das ist hier sowas von falsch, oder? Ist das falsch? So. Okay. Gut, und dann musst du den mit dem Laser, das da, ne, so... Da ich rein. Ja, hinten an den Sensor, alles klar. Und dann werde ich hier hochgedrückt, kann da runterspringen und komme dann da eventuell... Was zum... Was denn? Was hast du getan? Oh, nichts. Ich muss noch denken. Moment, wo muss ich danach hin? Der katapultiert mich da hoch. Und wo müssen wir denn eigentlich hin? Aua! Ja, am besten, wenn ich draufstehe, Lama. Mach schnell! Nee, ich... Komm raus! Schnell! Dann muss ich
komme da raus, werde dahin, wieder dahin katapultiert im besten Fall und muss dann dahin das lila Portal setzen, damit ich bis da hinten hindurchfliege. Richtig? Vielleicht. Okay. Wir probieren das mal. Was hat gesagt? Das lila Portal. Also rechts. Okay. Gut. Okay. Gucken wir doch mal. Ja, ich lasse hier noch einmal zu zugehen und noch einmal. Ja. Und jetzt kann ich gleich hin. Okay. Ich renne. Sieht nicht so aus. Ah, fuck. Und jetzt? Alles gut? Ja. Kann ich jetzt weitergehen einfach? Oder wie? Ja. Oder muss ich hier das Dings noch drücken? Brauchen wir das? Nee. Ich glaube, also, ich weiß nicht. Hm. Ah, was? Nee, komm mal, ist hier... Hallo. Hi. Wir müssen da irgendwie reinhüpfen, oder? Na, wir müssen das Ding da drücken. Ja, ja, so. Und dann musst du jetzt durchs Tor gehen. Guck mal durchs Tor. Oh, ich renne. Oh, ich war zu langsam. Genau, geh mal schneller. Warte, lass mich hüpfen und du gehst das Tor. Hm. Ich will hüpfen. Mach nochmal auf. Mach nochmal auf. Wo landet man? Man landet da. Ich glaube, du musst da drin irgendwie was setzen, oder? Nee, geht nicht. Hä? Also ich werde dahin geschossen. Ich plumps hier runter. Das hilft mir jetzt aber auch nichts. Da drin muss irgendwo was sein, wo man das setzen kann. Nee. Das ist alles schwarz. Ja, was? Was machst du denn da? Warte mal, man ballert hier hin. Geht das wohl? Warte mal. Stell dich mal kurz davor. Ja, da so eine Idee. Also nee, nicht hier vor, sondern vor die Tür. Wir treffen uns dann gleich da. Okay. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wäre ja abgefahren. Wenn so, das hat ja nichts mit Puzzeln zu tun. Das ist ja... Nee. Oh. Ich dachte, ich kann vielleicht die Tür aufmalen. Die Löcher, die euch zermalmen oder die Montageeinheit, die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werden könnt. Oh Mann, jetzt muss ich hier nochmal komplett durch. Frage. Ja. LOL, wir bringen mal den Cube mit. Was möchtest du denn mit dem Cube machen? Den wirfst du jetzt gleich auf das Katapult und gehst durch das blaue Portal, kommst hier aus dem lilafarbenen Portal raus und gehst durch die Tür. Das ist ja voll klug. Oh. Ah. Hui. Nein, es wirft mich immer. Hör auf mich zu werfen. Yes. Das war wirklich sehr, sehr klug. Ja. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Oh ja, Urlaub. In einem 1A-Roboter-Solarium. Oh ja. Ah, da lassen wir uns so richtig schön von den Lötkolben massieren. Kraulen, ja. Und erhitzen. What? Ja? Hallo. Ja, hi. Warte mal, wie geht das? Hallo. Wie hast du das jetzt gemacht? Gar nicht. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Alter, aua! Sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden.
Ich habe die Frage nicht verstanden. Wir müssen irgendwelche wichtigen Dokumente aus irgendeinem Büro wahrscheinlich retten. Aber die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Okay, das ist jetzt schon Next Level Shit. Danger, Laser. Wie komme ich denn da ran? Also irgendwie schießt hier immer dieses Ding. Ah, okay. Komme ich da runter? Ich komme da runter, ja. Ah, geil. Und auch drüber? Ach, da kommt man drüber. Na, alles klar. Logo. So, und jetzt? Putz, Digga! Was machst du denn? Wie, jetzt komme ich hier einfach nur hoch, oder was? Ich hätte also auch die Treppe nehmen können. Was? Nee, ich habe den Knopf gedrückt. Du hast den Knopf gedrückt. Und dann musst du... Oh Gott. Ah ja, okay, alles klar. Und du... LOL. Da steht sogar dran, wie man es muss. Also, guck her. Ja? Schau mich an. Ja? Ich schau dich an, ich folge dir. Okay, so. Also, ich springe... Sorry, das war auch sogar gar nicht so richtig. Also, ich springe hier in das lila Portal. Hier unten. Komme da aus dem blauen Portal raus. Mhm. Und baller gegen den Knopf. Und dann geht das Ding kurz auf und ich entnehme das. Geht das Ding kurz auf. Mhm. Und der Würfel. Wo kann ich das denn entnehmen? Ja, gar nicht. Deswegen sollst du mir zuhören. Ach so. Der Würfel wird danach nämlich nach oben transportiert. Dann kommt der da kurz raus. Und das ist die Zeit, die wir nutzen müssen. Okay. Das ist die Zeit, die wir nutzen müssen, in der du dann ein Portal irgendwie hier hinsetzt und ein Portal hier hinsetzt und so springst, dass du den dann in der Luft da raus fallen musst. Alter Falter. Eventuell kannst du auch da so hinspringen, dass du da stehst. Das weiß ich nicht. Glaube ich beinahe nicht, aber kannst du mal gucken, ob das... Wir können es ja mal testen. Genau. Tu mal so, als ob du jetzt runterspringst und wir gucken, wie weit du fliegst und du landest. Alter Schwede. Alter Schwede. Das wird jetzt richtig kacke, weil das jetzt quasi treffen muss. Lieber Krabs, der gerade hinzugeschaltet ist, wir befinden uns in einer Aufnahme. Richtig. Mehr ja. So, ich habe das mal geändert. Ja, dankeschön, dankeschön. Neue Aufnahme. Oh Mann! Ich bin da mal wieder weg. Viel Spaß. Ja, und steig nicht in fremde Autos ein, ne? Na gut. Tschüss. Ich bemühe mich. Tschüss. gut. Ja, wenn du da... Ja, geht doch. Genau. So, und jetzt müssen wir das nur noch timen. Jetzt, Das ist jetzt echt... Das ist problematisch. Wie sollen wir das denn timen? Indem wir mal gucken... Also wir fliegen ja quasi gleichzeitig. Aber wir haben die gleiche... Du musst auf jeden Fall nach mir. Sagen wir mal, du hüpfst gerade und dann hüpfe ich gleich hinterher. Nee, wir müssen das auch noch an den Kubus bündeln, weil... Dann spring doch einmal und drück mal an den Knopf und dann sehen wir ja, wie lange das denn etwa dauert. Ja, also jetzt ist er da gerade gekommen. Reicht nicht, ne? Nee, okay, gut. Ach du Scheiße. Na, das ist okay, weil der bleibt nämlich eine Zeit lang. So. Perfekt. Okay, das kriegen wir hin. Also, das ist ja jetzt easy. Ja, genau. Also ich mache einfach erstmal... Warte, wir lassen den nochmal durch und dann springe ich einfach runter, so. Und der nächste ist deiner, also gehst du jetzt los. Alter, beste Ansage ever. Möchte wie ein Profi. So. Rot, genau. Ist meiner, geh weg. Ist mein Strahl, mein Laser. Okay. Nee, ich muss hier stehen bleiben und den halten. Das ist ja scheiße. Das will ich nicht. Lass uns noch einen holen. Nee, lass mich noch einen holen. Es kommt wahrscheinlich kein weiterer mehr, oder? Ich glaube, da ist immer nur der eine durchgecycelt. Mist. Das heißt, irgendeiner muss jetzt hier stehen. Ja, wir müssen mal sowieso gucken. Also, was passiert da, wenn ich da hingehe?
Lama! Ja? Was? Hast du was gesagt? Nein. Au. So, jetzt ist halt die Frage, wir müssen uns wahrscheinlich da durchschießen, durch das... Ja, aber was löst das denn aus, wenn ich das jetzt hier so mache? Ah! Ja, das unauffällig jetzt sehe ich's. Aber wie tief muss man denn da bitte runterspringen? Wie tief muss man sinken? Jetzt müssen wir mal gucken. Die Idee des Großen, würde ich sagen. Aber das reicht ja im Leben nicht, wenn ich hier durchspringe, reicht wie das tut ja es im Leben nicht? Nicht, dass ich... Doch, reicht es wohl. Oh, das reicht tatsächlich, aber was ist dann mit mir? Achso, du wirst mir dann wahrscheinlich da was rüberschießen und... Ja. Dann ist da hinten wieder irgendwo was. Okay. Gut. Dann halte ich mal fest und dann darfst du springen. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, das Ding steht still. Bist du wo gelandet? Ich bin gut drüben gelandet. Authorized Personnel Only. Ah, witzig, guck mal, wo ich jetzt bin. Wo bist du denn? Tab für Partnerperspektive drücken. Okay. Ich bin, in einem Büro, ich seh's. Sehr schön. Und da ist ja auch eine Wand. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, wo dein Ding ist. Weißt du, dass du ein Problem... Nee. Wo ist denn dein Ding? Ah, lol. Okay. Wo kannst du überall mit dem Laser durchschießen? Wo kann ich überall mit dem Laser durchschießen? Ich kann nur das ja eigentlich machen. Ist da hinten noch was? Oder suchst du noch irgendwie was? Kannst du da hinten ein Portal hinballern? Und zwar ungefähr auf diese Höhe. Ein bisschen tiefer. Und das dann auf die Rückseite von dieser Wand. Ja, kann ich machen. Bin mal gespannt. Geht das hier durch? Ah, fuck. Muss doch höher. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Gut. Kannst du das rote Portal dann doch auf die Höhe setzen? Lol. Okay, ein bisschen tiefer. Ja, es geht. Geil. Jetzt bin ich gespannt. Was sieht ihr denn da? Ah, das sieht er. Ich glaube, das muss noch ein Ticken tiefer, oder? Oder muss ich es drehen? Und ein kleines bisschen nach rechts? Ich glaube, ich bin das Problem. Warte mal. Ja, das Portal muss... Genau. Ich kann das andere Portal leider... Ist das so besser? Ja, und jetzt müsste quasi das rote Portal noch ein Tickchen nach unten. Noch ein Tickchen nach unten. Au. What? Fan shutdown. Achso, der Fan ist shutgedownt. Das heißt, ich kann mich jetzt hier selbst rüber katapultieren. Genau. Warte mal, wo war denn das Ding? Du bist hier rausgegangen, ne? Warte. Ich bin... Ja. Wuhu! Ich bin der König der Welt! Au. Oh. Das bist du wohl. Oh. Ja? Ja, wir sollten das getimed machen. Warte, dann machen wir das doch mit dem Timer wieder. Ja. Oh. Falsche Taste. Entschuldigung. Falsches Ziel. Nochmal bitte. Lalalala. Ich bin begeistert. Ja. Das ist wieder richtig schön, ja? Ja. Was, dein Talent? Nee, Genialität. Insert Disk. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh nein. Wo ist die Disk? Hier ist die Disk. Ich möchte auch mal die Disk. Da. Yeah. Guck, die insert sich von selbst. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so...
Die hat uns einfach getötet. Alles klar. Die Sau. Aber das war eine wunderschöne Episode, muss ich mal sagen. Das finde ich auch. Das war sehr, sehr erfolgreich. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, tschüss. Tschüss.